So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist Raid-Boss-Wechsel. Terrakium verschwindet aus den Raids. Regiram kommt in die Raids. Ist ein richtig guter Feuerangreifer, Drachenangreifer, könnt ihr alles mitnehmen. Wir haben es jetzt versucht anzuloggen. Wir haben da mal einen Köder ausgelegt. Guck dir das mal an. Da bringst du frühs einfach nur eine Tüte Pappe weg in die Papptonne. Es ist ein Fleischkanister, Bruder. Ich habe keine Ahnung, was sie immer machen. Wenn ihr das noch essen würdet, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten holt sich das gleich das Regiram. So, wir sind jetzt in der Stadt angekommen, haben ein paar Wege erledigt, Einkauf gemacht, alles. Ich muss zeitgleich zwei Videos filmen. Das ist jetzt aber der Community Raid. Wir sind hier an der Marstall Meiningen Arena. Denn das ist hier dieses Gebäude, was, keine Ahnung, wohl doch mal ein richtiger Stall war. Was ist hier? Bitte keine Äpfel ablegen. Kolikgefahr. Da ist auch ein Pferd drauf. Bitte beachten, Äpfel, vor allem Unreife, können beim Pferd Koliken auslösen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir im Interesse der Gesundheit unserer Pferde keine Äpfel annehmen können. Vielen Dank. Da geht es um Pferde. Das scheint also ein richtiger Stall zu sein. Da hinten ist auch so ein Komposthaufen. Das ist schön. Hier sieht man auf jeden Fall auch Architektur am Start. Hier ist das ganze Gebäude so. Das kann so bis da hinten abgehen. Hier vorne an der Ecke, das sieht auch noch cool aus. Das müssen wir euch auch noch zeigen. Dann zeigen wir euch gleich auch die Konda-Grafik gegen Regiram. Das ist ja Typ Feuer und Drache. Und werden ein paar Leute einladen. Der Raid geht um 12 los. Jetzt ist es kurz vor 12. Aber ich möchte euch gerne noch mal hier die Arena zeigen. Marstall Meiningen. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das ist, aber guckt euch doch mal dieses Wandbild an hier. Das ist richtig cool. Schon alleine dieses eine Wandbild hätte man als eigenen Stop einreichen können. Das sind auch die Pferde, das sind die Bäume, das sieht alles richtig brutal aus. Das ganze Gebäude ist aber eine Arena und ja, ist in der Nähe vom Schloss Elisabethenburg. Also wenn Reike das nächste Mal da ist, kann sie sich den Stall auch mal angucken. So, nachdem wir euch den Marstall die ganze Zeit gezeigt haben, in aller Pracht, und ich immer noch nicht weiß, was das ist, möchte man natürlich mal kurz reingucken, wen wir überhaupt einladen müssen, beziehungsweise erstmal die Konta, die Konta-Liste. Ich poste das ja immer in YouTube auf dem Community-Tab, den in letzter Zeit immer suchen muss wieder, weil der immer mehr versteckt wird, da YouTube ja immer sein Design ändert. Da ist die Konda-Liste, da ist so eine Übersicht. Das mache ich immer zum Raid-Boss-Wechsel und immer einen Community-Raid zum Raid-Boss-Wechsel. Regiram, Drache, Feuer. Ihr nehmt am besten also Drache, Boden oder Gestein. Hier haben sie Rayquaza, hier haben sie die Jalga, hier haben sie Rihonyo, hier haben sie Maxax, hier haben sie Cognodon und sie haben, ja, Sekrom. Sekrom kommt aber erst dann nach Regiram. Das heißt, wer jetzt noch keins hat, hat Pech. Ansonsten habt ihr da fast nur Legendäre drin. Maxax wäre nicht legendär, Cognodon nicht, Rihonyo. Rihonyo steht also ziemlich weit vorne, spawnt ja auch oft Rihorn natürlich in den Events. Und ja, ist ein cooles Pokémon. Nehmt das auf jeden Fall mit, das ist immer nützlich. 100er Werte sind 23,07 und 28,84. Die sind bei Regiram und Sekrom beide genau gleich. Das heißt, wenn Sekrom dann kommt, das hat auch 23,07 und auch 28,84. Ich habe da nochmal was von Pokebattler, aber das interessiert mich nicht. Den Wert merke ich mir eh nicht. Und wenn ich jetzt in Telegram gucke, in die Raid-Gruppe, wo wir jetzt ja immer den Raid abhalten, da poste ich immer ein Bild von der Arena, die Koordinaten, dass man weiß genau, wo der ist, falls jemand dazukommen möchte und jemand hier aus der Umgebung ist. Dann mein Trainercode und dann können sich die Leute natürlich eintragen. Alle haben sich eingetragen. Und wir haben Trainer Sir Ups, Matze Nordland, Kaiser Kai, Pokehunter, Ab ins Tierheim, Creeper to Go, Genaya, Stefan, Andres, Henry, Niki. Die muss ich alle einladen, die habe ich mir jetzt alle neuen eingespeichert. Wir gehen also jetzt gleich auf die Arena drauf, wenn das Manikicken hier nicht hin und her hüpft. So, 30 von 45 bei der nächsten Aufgabe. Müssen nämlich gerade schon wieder 45 gute Würfel landen. Das werde ich ja sicherlich jetzt bei dem Raid-Boss, weil ich ja immer versuche, einfach fabelhaft zu machen, hinkriegen. Die Nudel ist auch dabei. Die Nudel habe ich hier, damit wir wieder schön gegen die Richtlinien verstoßen. Mit der Nudel werde ich jetzt auch gleich drauf gehen. Es ist 59. So, freier Pass, das passt. Den legen wir trotzdem mal kurz weg. Es ist genau um 12. Ich gehe jetzt mit dem Pass rein. Wir laden jetzt ein und gucken, dass alle reinkommen. 1, 2, 3, 4, 5.
einladen. Den Rest muss ich gleich noch mitnehmen. Und was wichtig ist, ich habe bei dem einen Level-Up eine Aufgabe, dass ich 30 Raids gewinnen muss mit einem Team, wo jedes Pokémon eine andere Art ist. Also ihr könnt 6 Gesteins-Pokémon nehmen. Das ist derselbe Typ. Aber wenn es halt ein Rihonyo ist und ein Cognodon, dann ist das 2 verschiedene Arten. Das heißt, ich muss mein Team gleich noch abändern. Ich werde wahrscheinlich Drachen nehmen, weil ich da die meiste Auswahl habe, aber vielleicht auch noch was anderes rein. Ich versuche erstmal gleich die zweite Fuhre an Leuten hier einzuladen. Genaya, Kaiser Kai, Stefan Andres und Trainer Sir Abs. Vielleicht habe ich sogar noch einen 10. Platz frei. Wer ist gerade so online? Benny, Brezel Queen. Wir nehmen mal die Brezel Queen mit. Auch wenn die wahrscheinlich dann ein Level-Up hätte. Wir laden die Brezel Queen ein. Gucken jetzt mal hier drauf. Gehen mal so. Das tauschen wir aus gegen einen Dragoran. Wir können Despotar mit Katapult Steinkante noch mitnehmen. Die hinteren zwei müssen wir noch irgendwie austauschen. Haben wir noch was Bodenartiges? Noch was anderes Drachenartiges? Das haben wir vorne drin. Rihonyo. Ach ne, wir nehmen lieber dieses Rihonyo mit. Und jetzt noch ein anderes, was irgendwie passt. Meistergriff. Wir machen Meistergriff hinten rein. So. Das ist jetzt wirklich wegen der Aufgabe, dass ich 6 verschiedene Pokémon brauche. Aber wir haben trotzdem ja vorne Drachen drin und wir haben dann auch Boden und Gestein. Despotar, Katapult, Steinkante ist trotzdem cool. Rihonyo mit Felswerfer wäre natürlich besser. Meins hat, glaube ich, keinen Felswerfer. Meins hat, wahrscheinlich hat sogar Bodenattacken. Was jetzt aber gerade egal wäre, weil ja Boden und Gestein gut ist. Ich hoffe, Pupsi ist drin. Ja, die sehe ich da. Die sitzt nämlich gerade vor meinem Schritt im Auto hier. Das ist richtig brutal. So, jetzt greifen wir hier an. Mit Pupsi bin ich in einem Team. Die Nudel ist nicht in einem Team. Jetzt ist es Dragoran, ach, das Bruder Lander ist schon gleich fort. Das ist halt, ihr seid mit Drache effektiv, aber der Drache ist ja auch effektiv gegen euch. Das geht immer in zwei Richtungen. Jetzt wird man hier mit Eis abgeworfen. Ja, die Bäume tauen ab. Die Bäume tauen ab, alles fliegt runter. Das ist richtig brutal. Team Power aktiv. Ich habe das immer noch nicht raus, genau wie das jetzt hier funktioniert. Aber wenn das Ding voll ist, drücke ich da, dann wäre die nächste Attacke fett. Meistens erlebe ich die nächste Attacke gar nicht mehr, weil es vorher sich schon ausgefettet hat. Jetzt wäre es wieder, guck, fett. Jetzt steht gleich nix, weil es ist tot. 23,07. Müsst ihr euch merken. Ist der 100er wert. 22,39. Das ist auf jeden Fall nix. Es kann aber noch shiny sein. Wir drücken mal bei der Nudel durch, ob das vielleicht ein shiny ist. So, das ist kein Shiny, hat 22,63. Wie viel hast du? 22,81. Kein Shiny. Jetzt versuchen zu fangen. Jetzt können wir noch ein paar gute Würfe machen. Aber wir wollen ja nicht gut werfen, nicht großartig. Wir wollen ja eigentlich einfach fabelhaft werfen. Da können wir auch gleich noch ein paar Bären füttern. Brauche ich eh für die eine Aufgabe noch. Nein, das zappelt wieder rum. Guck, wie es zappelt und dann wirfst du hoch und dann triffst du trotzdem einfach fabelhaft. Aber ihr seht schon, Regiram, das Suppenhuhn, das zappelt, das geht nicht nach links und nicht nach rechts. Jetzt hat es angegriffen, das ist cool. Toll, daneben geworfen. Also nicht daneben, aber man hat nicht in den Kreis geworfen. Das ist auf jeden Fall seine Angriffsanimation. So, wenn das so hoch, dann lasst euch davon nicht beeindrucken, nicht hektisch werfen. Versucht wirklich jeden Ball zu treffen. Denkt immer an die goldene Himbeere. Kreis ist eingestellt auf einfach fabelhaft. Wir warten also, bis er angreift. Das ist egal, das ignoriert ihr einfach. Der will euch nur provozieren. Lasst euch nicht provozieren. Schlaft aber auch nicht ein. Er hypnotisiert mich. Ich sehe es schon. Hallo. Jetzt. Da ist Angriff. Da kommt der Ball einfach fabelhaft. Und so macht man die Aufgaben fertig. Und schön die Bären füttern nebenbei. Das ist wichtig. Dann kann man die Team-Challenge nämlich abschließen. Plus die Ticketforschung abschließen. Oh, haben wir wieder drunter geworfen. Also der zählt als Bäre füttern, aber der zählt nicht. Ramses, darf ich bitte? Jetzt habe ich nicht gelesen, was der Herr da möchte. Aber er hat ja einen Kommentar geschrieben und ich gucke mir immer jeden Kommentar an. Meistens, wenn ich fertig bin mit Videos schneiden oder so und das exportiert, gehe ich immer auf Kommentar
dann zeigt sie mir alle neuen Kommentare untereinander an. Deswegen, wenn irgendwas ist, schreibt immer einen aktuellen Kommentar oder irgendein aktuelles Video, weil es wird in der Reihenfolge immer dann angegeben und dann sehe ich alles. Dann sehe ich, wenn jemand hatet, dann sehe ich, wenn jemand liebet, dann sehe ich, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand Fragen hat. Ich habe eben für den Raid musste ich auch wieder einen annehmen, habe dafür einen anderen aber rausgeworfen, der schon ewig nicht aktiv war. Leider sehe ich etliche Leute, die ich richtig cool finde, wo auch dort steht, dass sie ewig nicht aktiv waren. Da traue ich mich gar nicht, die zu löschen, weil ich die ja eigentlich cool finde. Ja? Bei Madu steht das zum Beispiel, glaube ich, dabei. Und bei Madibar steht das dabei. Oder beim Sandsturm steht das dabei. Immer vor mehr als 2 Tagen gesehen. Da tut sich nicht viel. Aber zu den Leuten, wo man einen Draht hat, da drückt man mal ein Auge zu. Wenn ich mit dem Namen gar nichts anfangen kann und da steht vor mehr als 2 Tagen aktiv, der öffnet nichts mehr, der schickt nichts mehr, das mehrere Tage lang, dann tut man den auch mal raus. Vielleicht sind die ja gebannt, vielleicht spielen die auch gar nicht mehr, aber immer wieder wollen ja neue Leute dann in die Liste rein. Gerade wenn du so ein Community-Raid machst und die Leute wollen da mit, brauchst du immer mal ein bisschen Platz. Ich bin jetzt wieder bei, ich glaube, 398 von 400. Da ist also eigentlich kein Platz. Manchmal ist auch der Bug da, dass bei 398 dort steht, du hast keinen Platz mehr auf deiner Liste, was total Quatsch ist, weil du ja eigentlich noch 2 Plätze hättest. So, jetzt müsst ihr aber langsam drinbleiben. Das haben mir schon so viele Leute berichtet, dass sie eigentlich Platz haben. Die haben noch 2, 3 Plätze, bei denen steht immer da, dass die Liste voll ist, obwohl das Quatsch ist, aber ja, was soll man machen? Dann haben die 10 Leute gelöscht und dann konnten sie wieder einen einzigen hinzufügen. 22:39 immer noch. Wir warten. Das wird das längste Video der Welt, weil man ja auch die ganze Zeit quasselt. Ich glaube, jeder andere hätte das wahrscheinlich zusammengeschnitten. Jetzt ist drin. Das ist sehr schön. Muss eh gleich rüber. Muss mal gucken. Das Pokédex-Eintrag. Guck dir das an. Damals, erster Regiram-Raid, habe ich danach Mirror-Trade gemacht mit dem 2. Account und da kam 100% Lucky Regiram raus, was ich beim ersten Raid danach direkt gepusht habe. Feuer-Odem, Hitzekoller, ist halt leider schlecht. Die Würfe sind aber auch wieder voll. Haben wir jetzt noch was, was man während der Fahrt machen kann? 50 Pokémon, 50 Würfe, 50 Bären. Ich mache mal 50 Pokémon, da kann ich nämlich meinen Gotcha wieder anmachen, nach Hause fahren. Und da fängt das ja automatisch, da muss ich nichts machen. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Grüße an Mystical Miku, Grüße an Linus, an Sarina, an alle anderen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, for out, euer Ramses. Und eigentlich brauche ich jetzt keine Regiram-Raids mehr, weil ist jetzt drin. Habanero braucht keine Legendären.